Da, ja, Sergej, Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich, Evgenij Jewgenij Alexejewitsch. Ich bin sehr froh, Sie Alexejewitsch. kennenzulernen und Ihre Bewegung kennenzulernen. Und ich bin sehr froh, dass wir auf dem Hintergrund dieser politisch sehr unruhigen Zeiten uns treffen können und dieses Interview gemeinsam machen können. Es ist interessant, dass auch wir mit unserem Kanal auf der gleichen Linie und in die gleiche Richtung arbeiten wie Sie. Ich meine damit, dass auch wir vom Volk für das Volk arbeiten. Wir arbeiten mit Informationen vom Volk und geben sie an die Völker. Und wir arbeiten völlig frei von Zensur. Das bedeutet, es bildet sich eine Masse an Journalisten, die zu Hause arbeitet. Und die Masse an Berichten, die wir bekommen, ist viel breiter gefächert und größer. Und die ganzen Journalisten verdienen daran kein Geld, sondern sie arbeiten von Herzen, weil sie sehen die Probleme insgesamt auf der Welt. Und ich möchte Ihnen jetzt die erste Frage stellen, Jewgenij Alexejewitsch. Die ganze Welt spricht davon, dass Russland aggressiv geworden ist, dass es irgendwie imperialistisch geworden ist. Man sagt, Russland verbreitert sich, Russland ergreift neue Territorien. Und Sie haben entschieden, eine Bewegung zu organisieren, die sich die nationale Befreiungsbewegung nennt. Jetzt ist die Frage, wovon muss man Russland befreien? Ja, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen in unserem Stabquartier unserer Bewegung. Ich kenne euren Kanal. Er ist aufrichtig, er gibt wichtige Informationen für die Menschen, damit sie selber sich entscheiden können. Leider leben wir in einer Welt, in der die Zensur sehr stark ist und die Propaganda, und ich würde sogar sagen, die Propaganda blockiert den gesamten Informationsraum mit verschiedenen Modellen und Ideologien und blockieren die Menschen, dass sie keine Analyse durchführen können. Wir haben eine Bewegung gegründet, die begründet ist aus einfach historischem Hintergrund. Es ist die geopolitische Bewertung, die zugrunde liegt, und wir überlegen, wie war es in der ganzen Menschheitsgeschichte? Also muss es auch morgen so sein oder auch heute. Und die nationale Befreiungsbewegung ist ein Prozess, der geschichtlich das Land wiederherstellen will, das eine Katastrophe erlebt hat im Kalten Krieg. Und das Land ist in Fremdherrschaft gekommen. Und es klingt manchmal wild, aber es ist eine Okkupation. Ich denke, einige verstehen sehr genau, was eine Okkupation ist. Und wir können auch verstehen, was eine Fremdherrschaft ist, so wie auch in Deutschland. Es ist nicht schwer zu verstehen. Deutschland hat verloren und ist unter Fremdherrschaft gekommen und bedient jetzt den Sieger. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war ein Teil Deutschlands besetzt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland besetzt oder ist immer noch besetzt. In Russland war die Niederlage auch genauso nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991. Und die Sowjetunion ist zerschlagen worden in 15 Teile. Und Russland war immer komplett als Einheit zu sehen früher. Ein Teil ist militärisch-terroristisch besetzt wie die Ukraine und Russland ist jetzt politisch besetzt, das heißt politische Fremdherrschaft. Und für die Deutschen ist es einfacher zu verstehen vielleicht, weil in unserer Verfassung ist es verankert, genauso wie wenn wir uns die Weimarer Republik vorstellen. Da ist auch in der Verfassung nach der Niederlage 1918, ist da durch den Willen der Alliierten, England und Frankreich ist im Prinzip in der Verfassung, sind Begriffe festgelegt worden, die hießen einfach Fremdherrschaft Deutschlands. Da gab es einen Paragraphen, da ging es darum, dass bestimmte Dinge der Sieger Priorität haben, in Bezug auf die Verfassung des Landes. Und genau solche Normen sind auch in der Verfassung Russlands verankert jetzt. Das sind Mechanismen der Fremdherrschaft. Wenn wir Russlands Leben uns vor Augen führen, dann sehen wir, dass Russland diktiert wird durch Strategien der Fremdherrschaft. Sogar die
die Dienstnamen oder die Berufe, das gefällt uns nicht. Zum Beispiel, wenn ein Präsident einfach Präsident genannt wird oder Municipalität oder Mayor oder City Manager. Ich kenne Russlands Geschichte sehr gut, auch damals zum Zweiten Weltkrieg, als wir unter Okkupation waren, gab es auch einen Bürgermeister. Das ist klar, dass das Begriffe sind, die aus der Okkupation kommen. Das sind Folgen einer Okkupation und sind in die Verfassung mit übernommen worden. Deshalb ist unsere ganz große Aufgabe, Russland von dieser Fremdherrschaft zu befreien und das Leben in Russland so zu organisieren, wie es uns gefällt, und wir haben genug Erfahrung, 1500 Jahre Erfahrung, die ein gutes Ergebnis bringen wird. Russland ist das größte Land der Welt, nicht deshalb, weil es ausländische Herrschaften gab hier, nein, weil Russland nach eigenen Gesetzen sich entwickeln durfte. Und deshalb ist auch ein Drittel aller Reichtümer hier bei uns, weil die Methodik der Staatsführung gut war. Ja, vielen Dank. Das heißt, wir befreien Russland von der Fremdherrschaft, die sich negativ auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt. Natürlich. Ja, schauen Sie mal. Das heißt, wir importieren nichts Gutes nach Russland. Nein, warten Sie mal. Wir als Russen, nein, wir nehmen nur das Beste. Als Russen kann man nichts Gutes importieren. Wir können nehmen, was wir wollen, aber selbst. Die Frage ist, nehmen wir es selbst oder bringt man das uns? Die russische Tradition besteht darin, dass Russland das Beste für sich genommen hat, das, was es wollte. Und nach Russland kamen immer Ingenieure und es kamen fähige Leute. Und wenn Sie sich mal die Elite der Russen angucken, es sind viele mit deutschem Namen, das ist ja auch nicht von ungefähr. Die besten Leute des Planeten kamen hierher und haben hier ihre Erfahrungen eingesetzt. Aber der Unterschied besteht darin, entweder wir laden die Leute ein, die Technologie, die Menschen, die Erfahrung, oder das alles wird uns diktiert und nicht in unserem Interesse. Wenn man uns beherrscht, dann beherrscht man uns mit anderen Gedanken. Wenn ein anderes Land uns diktiert oder ein anderes Land, dann macht das Land das nur aus Eigennutz. Und wir sehen die heutige Welt auch aus historischem Gesichtspunkt. Was heißt es, historischer Gesichtspunkt? Wie war die Welt die letzten 1000 Jahre? Das war eine koloniale Weltherrschaft. Und alle Völker waren eingeteilt und irgendwelcher Metropole unterstellt. Und 10% waren die Herrscher und 90% waren die Beherrschten. London und Paris könnten sich so nie entwickeln, wenn es nicht Kolonien gäbe, die man ausbeuten konnte mit deren Reichtümer dort. Also es ist eine ganz normale Weltkonstruktion. Wir wollen nicht eine Kolonie sein, aber wir wollen auch kein Kolonialherren sein. Russland hat nie gelebt auf Kosten von anderen Kolonien. Wir haben nie so gedacht, dass dieses Volk aus Ausbeutung des anderen Volkes lebt. Das heißt, Eine Kolonialherrschaft lebt nur aus der Kolonie. Wir wollen keine Kolonie sein, wir wollen ein selbstgenügsames Land sein und uns selbst bewirtschaften. Wenn wir das Gewicht Russlands uns anschauen, vor 25 Jahren, waren das 22%. Das Gewicht Russlands heute ist bei 2%. Es hat eine zehnfache Degradation gegeben. Eine zehnfache Degradation. Warum? Warum führt man Russland jetzt in eine Fremdherrschaft hinein, in eine Kolonialherrschaft? Warum darf Russland nicht Rubel drucken? Einfach so, ohne die Hinterlegung von Dollar und Euro in derselben Höhe. Warum? Das ist doch nicht richtig. Wir sind das reichste Land der Welt. Warum muss der Rubel immer mit Dollar hinterlegt sein? Wir haben Gas, wir haben alles. Wir haben Intellektuelle in unserem Land. Jedes dritte Flugzeug war aus Russland vor 25 Jahren. Heute gar keins. Wir können das doch, aber wir dürfen es nicht mehr. Wir dürfen nichts mehr investieren in die Luftfahrt. Es ist verboten.
Ich denke mal, die Deutschen werden mich gut verstehen, wenn ich sage, ich habe eine kurze Frage. Wieso darf die Deutsche Bank in Russland investieren mit 3-4%? Zum Beispiel, um ein Volkswagen-Werk zu bauen. Und dann mit 3-4% das Geld verleihen. Und die russische Bank darf zum Beispiel in der Region von Kaluga nichts bauen. Für 3-4% geht es nicht. Für 30%, bitteschön. Warum ist das so? Warum dürfen die ausländischen Banken so einen unglaublichen Vorsprung? Das ist doch auch eine Kolonialherrschaft. Das ist doch eine fremdbeherrschte Situation. Russland darf sich nicht selbst entwickeln. Wir verstehen das zusammen sehr gut. Wenn Russland eine Souveränität zurückgewinnt mit diesen Ressourcen, die wir haben, werden wir das reichste Land der Welt sein. Ich denke, das ist für jeden Ökonomen klar. Wenn wir die deutschen Erfahrungen übernehmen und das einfach kombinieren mit dem Reichtum, den wir haben, wird das einen riesigen wirtschaftlichen Sprung geben. Wir wollen nicht arm sein, wir wollen nicht schwach sein, wir wollen nicht beherrscht werden. Wir wollen frei sein und reich. Und das, genau das ist die nationale Befreiungsbewegung. Evgeny Alexejewitsch, kann man die erste Frage mit so einem Satz zusammenfassen? Die beste Weltordnung wäre doch ein großer, reicher Blumenstrauß von unabhängigen Staaten, die ihre Staaten so einrichten können, wie sie es gerne möchten. Ja, Sie haben vollkommen recht, natürlich. Also wenn wir die Welt heute so beurteilen, das ist dasselbe, was es früher vor 1000 Jahren auch schon war. Der Unterschied ist aber, dass es nicht 6, 7, 8 Kolonialherren gibt, wie vor 100 Jahren. Heute gibt es nur einen, die USA, die heute alle lenkt und alle ausbeutet. In Deutschland halten sie ihr Militär, was früher eigentlich noch Okkupationsmilitär hieß. Und heute lenken sie alle Entscheidungen, die aus Berlin kommen. Das ist einfach eine einpolige koloniale Welt. Das ist eine koloniale, einpolige Weltkonstruktion. Wir denken, dass Russland kämpft jetzt für die Freiheit mit Putin an der Spitze. Natürlich ist es eine Freiheit, die nicht nur Russland frei machen wird, sie wird auch andere Nationen frei machen. Das heißt, es wird eine Völkergemeinschaft geben, die frei sind und selbst für sich entscheiden. Und natürlich werden sie auch eine Partnerschaft miteinander haben, auf gleicher Ebene. Das heißt, wir zerstören das einpolige Weltkonstrukt. Das ist wahr. Gut. Evgeny Alexejewitsch, gehen wir zur nächsten Frage. Wenn wir Russland befreien, das heißt, es gibt Strukturen im Land, die hier schon implementiert sind und die sich hier schon eingenistet haben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie groß ist der Einfluss der amerikanischen Botschaft und der sogenannten fünften Kolonne, von der Sie oft reden, auf die reale Politik heute? Sogar nachdem man sieht, dass Putin einige positive Elemente erreicht hat, die Souveränität Russlands betreffend. Es wurde ja bereits viel gemacht. Aber gibt es denn heute noch reale Einflüsse der Botschaft und der fünften Kolonne? Ja, wenn wir die einpolige Welt anerkennen, es gibt ja kaum einen Menschen auf der Erde, der es nicht anerkennt oder ablehnt, das wissen alle. Wenn wir das anerkennen, dann müssen wir auch sagen, dass es irgendwo sich niederschlägt. Wenn die einpolige Welt aus Washington gelenkt wird, dann gibt es in allen Ländern Mechanismen, die diese Lenkung ausführen. Auf diesen Provinzen, wenn man sie so nennen will, wenn die Welt einpolig ist oder einpolig gelenkt wird, muss es Provinzen geben in der ganzen Welt. Wie sieht dieser Mechanismus jetzt aus? Zum Beispiel in Russland. Oder in Deutschland ist es ja auch ähnlich, gibt es die Mechanismen ja auch. Oder in der Ukraine, das ist ja klar. Es sind globale Regeln. Vor allem ist es ein System, das sich auf die Verfassung stützt. In der Verfassung steht ganz klar drin, in Russland, dass Russland sich nicht selber, die strategische Führung ist nicht möglich.
Wie war es in der Ukraine nach dem Staatssturz? Sofort hat man den Herrn Jatsenyuk auf Gewehrläufen fast schon, hat man ihn gezwungen, dass er den Integrationsvertrag unterschreibt. Und was stand da drin? Da stand im Paragraph 5 stand da drin, dass die strategische Führung des Staates an Rompuy übergeben wird. Das heißt, diesem Organ sind unterstellt der Präsident, die ganze Justiz, die ganze Regierung. Genauso war es auch in der Sowjetunion damals. Es hieß Politbüro. Das war im Prinzip, das war die strategische Lenkung des Landes. Auf dem nationalen Bereich ist es heute unmöglich. Das ist Paragraph 13. Russland darf sich nicht strategisch selber lenken. Wir haben geredet über die Priorität der ausländischen Standards. Es sind nicht chinesische Standards, es sind amerikanische Standards. Es gibt auch den Paragraph 13, wo es auch drin steht, dass die Ideologie des Landes nicht erlaubt ist. Und ohne Ideologie können sie auch gar kein Gesetz verabschieden. Sie wissen ja gar nicht, was für ein Gesetz sie machen wollen. Was ist es denn, wenn die Ideologie verboten ist? Das heißt, Strategielenkung ist nicht mehr möglich. Was ist der Präsident hier bei uns in Russland? Es ist eine Person, wie in Deutschland. Es gibt auch in Deutschland einen Präsidenten und niemand erwartet ja von dem Kanzler auch in Deutschland, dass er ganz besondere strategische Lenkungen oder Führungen bewerkstelligt. Das ist ein Mensch, der Dokumente unterschreibt, die richtig zusammengesetzt sind. Es ist eine Prozedur der Gesetzverabschiedung. Und der russische Präsident hat auch eine Funktion. Er garantiert einfach die Verfassung und hat auch noch eine zusätzliche Funktion, die repräsentative Funktion. Ja, und wo ist hier die strategische Lenkung? Das ist so wie in der Ukraine. Das ist dasselbe Dokument. Es gibt gar keine strategische Lenkung. Diese Funktion der strategischen Lenkung übernimmt das Ausland, aber genau das State Department in USA. Das heißt, dieses Department ist die strategische Lenkung in allen ausländischen Bereichen, also in den Kolonien. Und der Partner dieser Lenkung ist eben der Botschafter in der Botschaft oder Institute, die da dranhängen. Das heißt also, alle Strategien werden importiert aus USA. Diese Strategie wird klein gehackt und mundgerecht verteilt. Es sind Agenten, das sind Leute, die Finanzierungen bekommen. Auch nicht nur aus USA, auch von verschiedenen anderen Partnerländern. Sie implementieren diese Strategien und schreiben sie in Gesetzesform. Und bringen sie ins Staatswesen hinein. Warum haben wir unsere Wirtschaft verringert oder reduziert ums Zehnfache? Weil das eine erlaubt ist und das andere verboten. Und das Ergebnis war, wir haben Luft verloren wie ein Luftballon. Das heißt, die Leute, die Agenten, die Geld bekommen aus dem Ausland, das ist die fünfte Kolonne, das ist die politische Komponente, es gibt auch eine Straßenkomponente und auch eine militärische Komponente. Es gibt Leute, die Geld bekommen, die Propaganda anführen, die die Gehirnwäsche anführen. Und möglicherweise gibt es auch die Straßenkomponente, wo dann im Prinzip auch auf der Straße Aktionen laufen. Diese Straßenkomponente kämpft gegen Putins Versuche, die Staatssouveränität herzustellen. Das sind gewaltbereite Menschen. Man muss auch sagen, es gibt auch noch ein anderes System, die Propaganda in den Nachrichten. Die Medien insgesamt haben natürlich schon Elemente der Wahrheit, aber insgesamt ist die Medienlandschaft fremd beherrscht, so wie in der Ukraine. Ist das schon fast eine militärische Spezialpropaganda. Und in Russland ist es nicht so schlimm, aber es ist so ein gutes Niveau der Lügen. Da gibt es natürlich schon die Wahrheit hier und dort, aber die Propaganda läuft und verzerrt das Bild und verzerrt die Informationsraum.
Das heißt also, die fünfte Kolonne gibt es als Straßenkomponente. Diese Komponente bekommt möglicherweise zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar im Jahr für die politische Arbeit in Russland in verschiedenen Formaten. Da gibt es die fünfte Kolonne in der Regierung. Das sind Menschen, die bestimmte Posten kleiden und orientieren sich immer mehr auf amerikanische Standards. Die Amerikaner nutzen das natürlich weltweit, dieses System. Und alles zusammen nennen wir das die fünfte Kolonne. Das sind Mechanismen der Fremdherrschaft innerhalb der Regierung. Ja, vielen Dank, Evgeny. Noch eine Frage. Wir haben jetzt das Wort Maidan gebraucht. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es konkrete Fakten, auf deren Grundlage man sagen könnte, dass es jetzt auch in Russland, genauer in Moskau, bereits Vorbereitungen und Schritte in die Richtung eines Maidans gibt? Oder sagen wir mal, gibt es Einrichtungen dieser Konstruktion bereits auf dem Territorium dieses Landes? Ja, natürlich. Russland unterscheidet sich kaum von der Ukraine. Wenn wir Maidan in der Ukraine sehen, die Mechanismen sind die gleichen bei uns in Russland. Vielleicht nicht so scharf im Moment. In der Ukraine sterben ja schon Tausende. Tausende werden erschossen. Es wird noch nicht so scharf getan bei uns. In Russland wird jetzt das getan, was vor einigen Jahren in der Ukraine lief. Das heißt, ein anderes Stadium. Das heißt, die Botschaft der USA hat einen ganz klaren Plan. Der Botschafter kennt sich sehr gut damit aus. Er hat in der Ukraine und in Georgien dieselbe Arbeit getan. Die Arbeit wird getan, die Vorbereitungen laufen, wir sehen das. In Moskau gibt es auch schon Übergriffe. Es gibt so kleine Gruppen, die schon gewaltsam vorgehen gegen Leute, die das St. Georg-Band tragen. Es werden Aktivisten von uns zusammengeschlagen. Ja, Leute von der nationalen Befreiungsbewegung oder Leute, die für die Souveränität Russlands einstehen. Es ist noch kein Massenphänomen, aber wir sind damit schon konfrontiert. Es ist also als Indikator schon auffällig, dass 10 Leute gewaltsam zusammengeschlagen worden sind. Es gibt in Moskau hier auch schon Leute, die in der Ukraine vorbereitet worden sind, ausgebildet worden sind, die hier in Moskau sind. Sie wissen genau, wie das funktioniert. Sie würden auch Reifen anzünden, wenn es sein muss. Oder auch im Rahmen von Migrationsströmungen, auch muslimische Migrationsströme. Informationen gibt es darüber. Der Sicherheitsrat Russlands hat diese Fragen gerade vorgestern diskutiert. Es wurde diskutiert, was die Maidan-Vorbereitungen in Moskau betreffen. Nach den Planungen des Botschafters sollte es auch schon in Russland losgehen, möglicherweise im nächsten Jahr. Entweder ist es im Frühjahr oder im Herbst. Das heißt, es werden Leute vorbereitet, es wird die Finanzierung vorbereitet. Der Staatssekretär der USA war bei uns. Das war Hillary Clinton. Sie hat ihre Agentur zusammengestellt in St. Petersburg, offiziell, und hat ganz offen gesprochen über Finanzierungen, die ganz klar gezielt waren auf eine Entwicklung des Maidan. Man muss auch sagen, Maidan, was ist das überhaupt? Es ist eine militärpolitische Komponente eines Staatssturzes. Aber der Maidan selbst, wenn man von dem Plan des Botschafters ausgeht, sind es vielleicht 10%. 90% ist die Arbeit mit Staatsbediensteten, mit Businessleuten, mit Unternehmern. Sie sprechen ständig mit den Oligarchen und mit den Wirtschaftsleuten, damit sie integriert werden in eine Verschwörung gegen Putin. Und diese Gespräche laufen ständig. Sie werden eingeschüchtert oder bedroht oder mit Sanktionen belegt oder mit Konfiszierungen belegt. Sie werden integriert in die Verschwörung gegen Putin. Zweitens, die Staatsbedienstete sind sehr abhängig von den Oligarchen. Und diese Staatsbediensteten sollten auch mit in die Verschwörung integriert werden, auch die Generäle zum Teil. So wie in Kiew der ukrainische Grenzschutzgeneral Janukowitsch gesagt hatte,
dass er gegen ihn arbeiten wird. Er war noch im Amt und Janukowitsch war im Amt. Es ist ein General des Grenzschutzes. Das heißt, er war vorher schon in die Verschwörung integriert, in die Verschwörung gegen Janukowitsch. Die Generäle sind oft schon in der Verschwörung drin und auf der Straße sieht man noch nichts. Die Aufgabe der Generäle ist, zur Zeit, wann es sein muss, die Macht abzugeben. Und wenn der Grenzschutzgeneral sich nicht mehr dem Präsidenten unterordnet, dann sieht man schon, dass es eine Verschwörung in praktischer Ausführung ist. Wir sehen und wissen, dass diese Dinge auch bei uns in Russland laufen. Und wir bereiten uns darauf vor, wir wirken ein, wie wir können. Wir haben eine Klage eingereicht bei der Generalanwaltschaft gegen Leute, die Geld empfangen haben und Vorbereitungen treffen für den Maidan. Es sind 100 Millionen Rubel, es ist gar nicht wenig. Es werden bestimmte Mechanismen finanziert, die im Prinzip im Kultur- oder kulturellen Rahmen laufen. Das Geld fließt an Oppositionelle, an Maidan-Leute. Die bereiten die Infrastruktur vor, um die Regierung zu stürzen. Es ist genauso wie in der Ukraine. Vorher schon waren die Staatsbedienstete mit integriert in die ganze Strukturen. Und in Russland ist es genauso wie in der Ukraine. Der Botschafter ist der gleiche. Ja, interessant, sehr interessant. Jewgeni Alexejewitsch, noch so eine Frage. Wenn wir über die Ukraine reden und reden über die fünfte Kolonne, die in der Ukraine ist und in der Ukraine war, kann man sagen, dass die fünfte Kolonne in Russland einige Dinge im Bereich der Ostukraine provoziert, die den ausländischen Journalisten in die Hände spielen? Gibt es solche Provokationen? Wie zeigen die sich? Lassen sich solche Dinge beobachten? Ja, schauen Sie mal, wie ist die Position Russlands offiziell zum Osten der Ukraine? Russland verlangt oder bittet die Ukraine darum, dass es eine föderative oder föderale Staatskonstruktion gibt. Das heißt, um den Osten der Ukraine wieder hineinzubringen in das Gesamtgefüge der Ukraine. Die ukrainische Regierung aber, wofür steht sie? Sie ist gegen diesen Plan. Das heißt, die ukrainische Regierung will den Staat zerschlagen und will Krieg. Wenn Poroschenko morgen sagt, ja Schluss, wir machen jetzt einen Staat mit föderativem Konstrukt und der Osten kommt hinein ins Gesamtgefüge, aber sagen wir mal so, die fünfte Kolonne Russlands ist sogar dagegen, dass eine Währung gedruckt wird im Osten der Ukraine. Da gibt es ja immer noch die Grivna. Das heißt, Russland aber geht die Richtung der Vereinigung der Ukraine und kämpft ständig mit der ukrainischen Regierung, die für die Auflösung des Staates kämpft. Es ist ein Paradox, wenn man das Geopolitische nicht beachtet. Aber wenn wir überlegen, nochmal, dass im Februar in der Ukraine ein kompletter Staatsumbruch geschehen ist und zur Macht sind Menschen gekommen, die von den Amerikanern eingesetzt worden sind, es waren doch gar keine Wahlen. Es sind nicht Wahlen, wenn in den Lokalen bewaffnete Menschen stehen. Später ist es dann als Wahlen deklariert worden. Es sind einfach Ernennungen, Setzungen. So wie damals Hitler auch Bürgermeister einsetzte auf der ukrainischen Seite. Sie stehen nicht zur Ukraine, sie stehen zum Interventen, zu USA. Das sind Interventen mit faschistischen Elementen, faschistische Interventen. Das Paradox ist einfach, dass die Russen für die Ukraine sind und die Ukraine selbst dagegen. Das ist aber nichts Neues, das ist ein historischer Zusammenhang. Natürlich, die Amerikaner haben durch Poroschenko ein Druckmittel. Sie brauchen keine Ukraine, sie brauchen Krieg. Russland kämpft für die Eigenständigkeit, für die nationale Befreiung. Und Russland ist natürlich derjenige, der die einpolige Welt zerstört. Das würde natürlich auch sehr stark zurückschlagen auf die USA. Es würde die Wirtschaft um 5-mal verkleinern. Für die USA ist das ein tödlicher Schlag.
Sie verteidigen natürlich die einpolige Weltordnung. Und sie haben natürlich auch noch eine Hand, die Hand greift durch die fünfte Kolonne nach Russland. Die fünfte Kolonne hat sich natürlich auch schon bemüht, Strelkov zu eliminieren in der Ukraine. Das ist ein General gewesen, der eigentlich auch für die Einheit der Ukraine sich eingesetzt hat. Strelkov hat sich niemals separatistisch eingesetzt. Er hat geschrieben, wir müssten Kiew befreien von den Faschisten. Also die fünfte Kolonne hat also auch Strelkov aus dem Osten der Ukraine rausgedrängt und hat Leute an die Macht gebracht im ganzen Osten der Ukraine, die eigentlich eine Politik betreiben, die schwierig zu erklären ist. Es ist eine Politik mit Menschen, die alle aufgebracht sind, aber im Prinzip machen sie eine Politik, die Zerteilung der Ukraine beschleunigen. Sie erwarten die föderalistische Einigung der Ukraine. So ungefähr würde ich das beschreiben. Das ist alles unter dem Druck der fünften Kolonne aus Russland. Die fünfte Kolonne aus Russland blockiert sogar die Grenzübergänge. Wir beschäftigen uns auch mit Hilfstransporten auf humanitärer Ebene und die Grenzpunkte werden geschlossen. Und es ist interessant, dass staatlich organisierte Transporte kaum durchkommen. Zum Glück ist die Grenze sehr lang und es gibt viele verschiedene Punkte, wo man durchkommt, dass Leute privat schon Hilfsgüter durchbringen. Aber die Regierung oder die fünfte Kolonne Russlands blockiert überall die Grenzpunkte und die Massenmedien wirken auf die Menschen ein, damit die Leute denken, es ist ein anderes Land, es sind Dinge in der Ukraine, die uns nichts angehen. Aber lass uns mal ehrlich überlegen, wieso anderes Land? Der Sturz in Russland war damals genauso illegal wie in Kiew. Es kann die Frage des anderen Landes gar nicht stehen. Es ist eine künstlich zerteilte Situation durch die Okkupation. Es ist eine militärische, ideologische Niederlage. Und jetzt haben wir das Recht, im Maßstab der ganzen Sowjetunion die nationale Befreiungsbewegung zu starten. Und das ist auch ein Element der globalen Befreiungsbewegung. Und in dieser Richtung sind auch unsere Partner, Indien, Brasilien und auch andere Länder. Sie sehen unsere nationale Befreiungsbewegung, die etwas breiter ansetzt. Und geschichtlich ist das in den 60er Jahren eigentlich auch so zu sehen. Das war eine antikoloniale Bewegung, die zur Liquidation der britischen Kolonialherrschaft geführt hat. Und heute muss diese Bewegung die amerikanische Herrschaft abschaffen. Interessant. Das bedeutet, die fünfte Kolonne, wenn wir von ihr reden, arbeitet im Schatten. Ich würde nicht sagen, dass sie im Schatten arbeiten. Und arbeitet sehr akkurat. Und die Menschen merken es gar nicht so sehr, dass solche Dinge auch auf dem Gebiet der Ukraine laufen. Nein, Moment, man muss es etwas genauer sehen. Die fünfte Kolonne in Russland ist offizielle Regierung schon jetzt. Die Vollmachten der fünften Kolonne sind jetzt schon in der Verfassung verankert, in der Verfassung der Russischen Föderation. 1993 ist die Verfassung verabschiedet worden durch eine totale Auflösung des alten Parlaments. Man hat einfach gesagt, es gibt entweder Bürgerkrieg oder diese neue Verfassung. Und das Volk hat diese neue Verfassung angenommen. Und in dieser Verfassung sind viele Paragraphen im Prinzip auf fremdherrschaftlicher Basis. Und in vielen Paragraphen sieht man das. Es gibt in Russland zum Beispiel keinen nationalen Business, keinen großen nationalen Business. Es ist auch durch die Verfassung entstanden. Ich würde sagen, die fünfte Kolonne ist im Prinzip sogar fast in der Übermacht. Und Putin als jemand, der an der Spitze des Volkes ist, unterscheidet sich sehr von Putin als Präsident. Es gibt ja nicht umsonst auch den Begriff, Putin ist die Spitze der nationalen Volksbewegung. Warum? Weil er die Reform insgesamt, auch die Reform seiner Präsidentschaft anführt. Es ist ein Prozess der Umbildung des ganzen Staates, in dem man das ganze System verändern wird, mit eingeschlossen auch die Verfassung durch ein Referendum. Vielen Dank für die Klarheit in einigen Fragen. Ich möchte noch eine Frage stellen.
Vielleicht geht es in eine etwas andere Richtung. Wir wissen aus der Geschichte, dass das russische Imperium von Nikolai II. War sehr tolerant gegenüber Leuten eines anderen Glaubens, dem Islam, dem Buddhismus oder dem Christentum. Es wurden Moscheen gebaut, es war absolute Freiheit. Es war auf der ganzen Welt beispiellos. Jetzt ist auf unseren Kanal die Information gekommen, dass im Gebiet von Neurussland gezielt Christen des nicht-orthodoxen Glaubens getötet werden. Haben Sie von solchen Dingen gehört, dass gezielt nicht-orthodoxe Menschen getötet werden? Wer macht das? Sind es die Separatisten oder von wem geht so etwas aus? Ja, ich habe keine genauen Informationen zu diesem Thema. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir in der Ukraine eine starke nationale Befreiungsbewegung haben. Und ich würde gerne auch mal die Kriegssituation überhaupt beurteilen. In der Ukraine gibt es drei verschiedene bewaffnete Gruppierungen. Die erste ist im Prinzip die, die man Separatisten nennt, die Landesbefreiungsgruppe. Oder das sind die Kämpfer, die ihre Heimat verteidigen. Das sind Leute, die gegen die Intervention kämpfen und gegen die faschistischen Auswüchse. Das ist ein Teil der bewaffneten Gruppe. Man könnte auch sagen, ja, es sind die Separatisten. Die zweite Gruppe sind die Putschisten. Das sind im Prinzip Soldaten der Nationalgarde, die ideologisch vorbereitet sind, die zur ukrainischen Armee gehören. Dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die Bataillone. Das sind ungefähr 40 Bataillone im Moment. Das ist eine riesige Armee, die direkt den USA unterstellt ist. Und diese Gruppe ist im Prinzip gar nicht unter der Kiewer Regierung. Und Poroschenko hat überhaupt keinen Einfluss auf diese Gruppen. Das heißt, die Gruppen sind unterstellt dem amerikanischen Kommando und verantworten sich vor den Amerikanern. Diese dritte Gruppe ist im Prinzip die, die alles unterdrückt. Das ist wie ungefähr wie die SS. Die Aufgabe dieser Bataillone ist, nicht im ukrainischen Sinne zu arbeiten. Sie haben sogar Auseinandersetzungen gehabt mit den Junta-Truppen, mit den ukrainischen Truppen. Sie haben Schusswechsel gehabt mit der ukrainischen Armee. Die Aufgabe dieser Bataillone ist, den Konflikt aufrechtzuerhalten, dass der Krieg nicht zu Ende geht. Sie haben die Aufgabe, gegen die Separatisten zu kämpfen und mit allen Mitteln den Krieg aufrechtzuerhalten und die Provokationen immer aufrechtzuerhalten. Sie haben auch die Aufgabe, die ukrainische Regierung im Griff zu halten, die auch andere Interessen haben kann. Sie können sich vielleicht fürchten. Sie haben eine richtig feste Stellung. Und historisch kann man sagen, es ist die dritte Macht. Das ist die unbekannte Macht. Das sind genau diese Bataillone, es sind Zehntausende, die direkt unter Washington stehen. Die Aufgabe ist, den Konflikt nicht einschlafen zu lassen. Sie haben es genau richtig gesehen. Wenn Sie die russische Staatskonstruktion mal anschauen, die letzten 1500 Jahre, Amerika gab es noch gar nicht, vom ersten Tag Russlands 1500 Jahre zurück, war Russland ein Vielvölkerstaat und B ein mehr also überkonfessioneller Staat. Vom ersten Tag an war das eigentlich unsere Verfassung sozusagen. Es ist keine Adaption, es ist nicht etwas Erfundenes. Menschen verschiedener Volksgruppen haben einen kompletten großen Staat gebildet. Das war vor 1500 Jahren schon so. Russland hat überhaupt keine Probleme mit verschiedenen Konfessionen oder mit unterschiedlichen Völkern. Das Prinzip des russischen Staates ist so aufgebaut, dass der Russe eigentlich gar kein Russe ist, sondern der Russe ist,
durch die russische Sprache vereint und es ist eine bunte Vielvölkergemeinschaft. Zum Beispiel, es gibt den Russen georgischer Abstammung, es gibt den Russen äthiopischer Abstammung, Puschkin zum Beispiel. Das heißt, wir haben 140 Nationen vereint und jeder Vertreter dieser Nationalität hat im Prinzip zwei Kulturen in sich. Die eigene Kultur, die Tataren zum Beispiel oder die Udmurten. Und sie haben die andere Kultur, die russische Kultur, die vereinende, übergeordnete Kultur ist. Und man kann das gar nicht zerteilen. In Europa ist sowas unmöglich. Wir haben die Nation, die über die Kultur definiert ist. Das ist ein großer Unterschied zu Europa. Das Zentraleuropa ist ganz anders organisiert. Bei uns ist es unmöglich, nach unseren nationalen Prinzipien zu agieren. Der Mechanismus ist so, dass es eine Vielvölkergemeinschaft war. Es gibt Provokationen, natürlich. Es kann Provokationen geben. Aber ich würde sagen, im Prinzip sprechen wir ja mit deutschen Zuhörern im Moment. Seinerzeit kam ja fast jeder dritte Deutsche nach Russland, zu Jekaterinas Zeiten. Es gibt ganze Landkreise, die deutsch besiedelt waren. Es gibt bis heute Städte, die Engels, Marx heißen. Es gab riesige Gebiete, die mit deutschen Einwanderern besiedelt waren. Und es waren nicht Flüchtlinge oder Vertriebene. Es sind Menschen, die freiwillig kamen. Sie haben verstanden, dass sie in Russland die Entwicklung bekommen werden, auch die Entwicklung der deutschen Kultur. Sie sind gekommen, haben hier gelebt, haben guten Lebensstandard gehabt. Sie haben ihre Kultur entwickelt und haben auch die Basis des russischen Staates mitgestaltet. Das ist spezifisch. Das ist so auch geblieben. Gibt uns ein Recht, so zu leben, wie wir wollen. Dann wird Russland komplett den Komfort und den Lebensstandard wieder zurückgewinnen. Das eine kommt aus dem anderen. Das bedeutet, wenn Menschen humanitäre Hilfe in die Ukraine bringen, erzählen sie, dass es Fälle gab, wo bewaffnete Leute in die Gotteshäuser eingedrungen sind und dort wurde gebetet und sie schrien und sagten, ihr betet falsch. Es ging bis dahin, dass sogar Dinge konfisziert wurden oder Gefangene weggeführt wurden. Wenn solche Dinge geschehen, kann man davon ausgehen, dass es eine Unterstützung des Konfliktes ist und das Fett ins Feuer gegossen wird? Oder muss man sagen, das sind einfach Einzelfälle, unabhängig von religiösen Strömungen? Ja, schauen Sie mal, es gibt eine Staatspolitik, hundertprozentig staatliche Politik. Die, auf diese Politik sind auch die Befreiungstruppen im Prinzip gestützt. 100% ist diese Politik so nicht. Aber wenn diese Provokationsbataillone dort agieren, sie haben ja auch Agenten, es gibt die Aufklärung, es gibt Provokationen, es gibt extra angeheizte Konflikte, die man extra auch manchmal grausam gestaltet, damit sie auch richtig provokativ sind. Zum Beispiel haben sie gestern den Konvoi der OSZE beschossen. Es war eine Verkettung von Fahrzeugen unterwegs von der OSZE. Und da ist ein direkter Beschuss dieses Konvois stattgefunden. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Wir haben das untersucht. Es war nicht die ukrainische Armee. Das waren Bataillone, die die Aufgabe haben, die Situation aufzuwiegeln. Ja, die Amerikaner haben gewonnen in Kiew. Sie haben die Regierung gestürzt. Aber sie verstehen, dass es nicht so einfach ist, 40 Millionen Menschen, die auch denken, die auch einen scharfen Verstand haben, einfach so zu gewinnen. Deshalb haben sie einen engen Kreis gebildet, diese Bataillone. Und diese Bataillone werden benutzt, um den Krieg richtig anzuheizen, um den Staat aufzubrechen. Es ist das Werkzeug der Amerikaner in diesem Land und sie lassen es nicht zu, dass die Ukrainer sich einig werden, dass sie übereinkommen. Das ist sehr ernst. Aus meiner Sicht gibt es keine andere Lösung als die Vereinigung der politischen Kräfte des Ostens und
des klar denkenden Teils der ukrainischen Streitkräfte gegen die Bataillone. Es wird eine Etappe geben, wo sie sich wahrscheinlich doch einig werden. Ich laufe schon etwas in die Zukunft, aber sie vereinen sich wahrscheinlich. Die Aufbrechung des Staates, das ist die amerikanische Idee durch die Bataillone. Wer sind die Interventen eigentlich? Wer sind die faschistischen Kräfte? Da sind sie, das sind die Bataillone. Und die Streitkräfte der Ukraine sind einfach gehirngewaschene Menschen. Und diese Gehirnwäsche, die schwindet langsam. Vielen Dank für die Aufklärung dieser Situation. Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass wenn die Donetsker Republik und die Luganska Republik eigenständige Staaten werden, möglicherweise, wenn es bis dahin kommt, dass es dann dort kulturelle und religiöse Vielfalt geben wird und es wird keine Unterdrückung und Erstickung von Gruppen geben. Ja, erstens denke ich, dass wenn Sie mich als Analytiker fragen, ich denke, dass eine Befreiung der gesamten Ukraine kommen wird. Separatismus ist gar kein russisches Wort, keine russische Mentalität. Es gibt diesen Begriff des Separatismus gar nicht. Das ist gar nicht unsere Art. Jeder Mensch, der was von der Staatsbildung, russischer Staatsbildung versteht, der hat sowas nicht. Ich denke nicht, dass es da so klappen wird. Ich denke, dass die ganze Ukraine befreit werden kann, aber nicht ohne bösartige Verluste. Es wird ein Prozess sein. Ich denke, dass die ganze Ukraine und auch die ganze Sowjetunion befreit sein wird, aber auch nicht ohne Verluste und nicht ohne Kampf. Aber ganz sicher wird es keine unrussische oder importierte Brüche geben zu der russischen Kultur. Wozu brauchen wir das? Ich sage nochmal, die russische Staatskonstruktion ist mehrschichtig. Das ist der große Unterschied zum deutschen und englischen und französischen Staatsbau. Das muss man einfach verstehen. Der russische Staatsbau ist mehrschichtig aufgebaut, die sehr gut miteinander leben und sich ergänzen, sich verstärken sogar. Aber ganz sicher wird die religiöse Frage nicht im Fundament des Staatsbaus liegen. Ja, das beruhigt sogar etwas, ja. Ja, wissen Sie, Russland war so und warum muss Russland sich jetzt verändern plötzlich? Das ist ja ganz einfach. Ja, auf jeden Fall. Sowas gibt es nur in anderen Ländern heute. Dass Menschen junge sind und plötzlich Mädchen werden. Ja. Sowas ist bei uns nicht möglich. Ja, das ist übrigens eine schreckliche Entwicklung. Das ist eine Vernichtung, eine absolute. Das ist eine Vernichtung. Und das frisst weltweit wie ein Tier. Das ist im Grunde ein globales Problem. Nee, ganz weltweit ist das nicht. Nein, es ist nicht global. Ich habe es bei Ihnen auf dem Plakat gesehen. Moral. Ja, die Moral. Nein, es ist kein globales Problem, es ist ein konkretes Problem der einpoligen Welt. In dieser einpoligen Welt ist Deutschland im Prinzip keine Kolonie, vielleicht keine Kolonie, ein Vasale. Der deutsche Staat wird gelenkt durch eine äußere Macht und sie ist ein Vasale. Und wenn dieser Status rum ist, ist Deutschland eine Kolonie. Die Amerikaner erlauben Deutschland, ein Vasale zu sein, nur deshalb, weil es Russland gibt. Ja, die Kolonialherren brauchen immer Partner. Es ist sehr schwer, 90% der Kolonien zu lenken und deshalb brauchen sie zu dieser Lenkung Hilfen. Das sind eben die Vasalen. Das sind nicht reinrassige Kolonien, es sind Vasalen. Und Deutschland ist im Prinzip auch andere europäische Länder, helfen, die Lenkung der Kolonien zu bewerkstelligen. Heute nennt man das bei uns die heutige Weltteilung. Es war früher die Kolonie und die Kolonialherren und heute sind es die Entwickelten oder Nicht-Entwickelten. Und die Amerikaner denken, wir sind die Übernation. Die Übernation war eigentlich Hitler und heute ist es Obama. Die Übernation. Die anderen Völker sind nicht entwickelt, also dritte Welt. Das ist auch logisch. Wenn Sie jemanden kolonisieren, dann können Sie nicht ihn gleich behandeln, wie Sie sind. Entweder ist er entwickelt oder nicht entwickelt, also kein Mensch. Wenn es also kein Mensch ist, muss er nicht so leben wie du. Er kann 100-mal schlechter leben als du oder auch sterben, das ist logisch. Das ist die Kette und diese Kette führt zum Faschismus. In Russland kann es diesen Faschismus gar nicht geben.
weil das System der Behandlung der Menschen auf gleicher Ebene, die Völker sind gleich und die Religionen sind auf einer Ebene, es gibt diese Denkweise gar nicht. Es gibt kein schlechtes und kein gutes Volk. Die anglosächsische Staatskonstruktion ist ganz anders. Russland kann keinen Faschismus hervorbringen, weil es keinen Nährboden dafür gibt. Was ist Faschismus? Das ist, wenn Menschen in verschiedene Sorten eingeteilt werden. In Russland kann sowas nicht sein. Ja, 1500 Jahre sind doch genug, um das zu garantieren. Gut. Евгений Алексеевич, wenn wir darüber reden, wenn wir auf der gleichen Wellenlänge reden, sagen wir mal unser Kanal und die nationale Befreiungsbewegung, sehen Sie da irgendwelche praktischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit über ein Interview hinaus? Wir haben gehört, dass Sie einen Stab in Berlin eingerichtet haben und vielleicht brauchen Sie auch Übersetzer ins Deutsche. Sehen Sie da konkrete Ideen? Hat sich da bereits etwas gebildet in Richtung einer Zusammenarbeit von internationalen Kräften? Schauen Sie mal, was gewinnen wir oder was gewinnen die Deutschen, wenn die nationale Befreiungsbewegung gewinnt? Die Freiheit, erstens. Es wird also kein Volk mehr sein, das unterjocht ist. Es wird ein Volk sein, das selbst die Geschicke lenken darf. Das deutsche Volk ist stark. Und das deutsche Volk ist sehr konkurrenzfähig. Wenn in der ganzen Welt alle gleich sind, dann wird die Konkurrenz auch gleich. Aber Deutschland hat natürlich einen Vorsprung. Deutschland hat Fähigkeiten, die Wirtschaft zu organisieren, auch das Leben. Also wird Deutschland einen Vorsprung haben in der Konkurrenzfähigkeit. Aber wenn Deutschland nach eigenen Gesetzen leben dürfte, wird es natürlich ein sehr interessierter Staat sein in der Zerstörung der einpoligen Weltordnung. Auch das Wort Freiheit spricht schon für sich. Die nationale Befreiungsbewegung bietet es an. Befreit euch, macht euch frei. Ihr werdet glücklich sein. Ihr werdet frei sein, ihr werdet reich sein, weil sie frei sind und das Leben selber organisieren können. Und heute machen das die Amerikaner für euch. Sie beherrschen euch, aber sie kolonisieren euch noch nicht. Gut, das bedeutet, wir mit ihnen, also Deutschland und Russland, wir dürfen es auf keinen Fall zulassen, dass ein Keil zwischen uns getrieben wird. Ja, für was denn? Ein Keil zwischen unseren Staaten ist absolut negativ für uns wozu und für euch. Wir brauchen einander. Freie Nationen sind immer gut und auch Deutschland und Russland haben immer zusammen sehr gut gelebt, auch aus der Geschichte. Das Problem ist nur die Herrschaft der dritten Länder. Ich habe unlängst einen Film gesehen, einen englischen Film. Der Film heißt 37 Tage. Da geht es um die Tötung des Herzogs Ferdinand in Sarajevo und den Beginn des Ersten Weltkriegs. Es ist ein Propagandafilm natürlich, aber da ist sehr schön gezeigt, wie das Schachbrett der Geopolitik funktioniert. Die Tötung des Herzogs, dann das Problem mit Serbien und Österreich-Ungarn. Und Serbien war ja natürlich mit Russland zusammen. Da wird 37 Tage dieses Problem gewälzt. Und da beginnt anscheinend der Krieg, aber er beginnt über Belgien und Deutschland. Wo ist denn da der Zusammenhang? Serbien und Österreich-Ungarn sind ganz zum Schluss erst in den Krieg getreten. Wo ist denn hier der Zusammenhang? Also ist hier ein bestimmtes politisches Schachbrett. Man musste Deutschland einfach zwingen, in den Krieg zu treten. Diese Schachpartie, der englischen Schachpartie, ist Deutschland einfach hineingezwungen worden. Genauso ist das mit dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Das sind keine Spiele Russlands. Diese Schachbretter sind englisch und amerikanisch. Das ist deren Form der Konkurrenz, die Völker in die Konflikte zu stürzen. Jeder Mensch und jede Nation hat starke und schwache Seiten. Russland hat schwache und starke Seiten, natürlich. Die starke Seite ist immer die Marine und das Heer. Russland hat immer gewonnen, wenn ehrlich gekämpft wurde. Russland hält immer das Wort. Es ist manchmal sogar komisch. Wenn ihr überlegt, wie Putin auf der politischen Bühne ist, er wird ständig reingelegt, er wird ständig belogen, täglich. Es ist wie eine Tradition. Das ist eine Seite des Volkes.
Die Engländer betrügen immer und die Amerikaner haben dieses übernommen. Warum ist es den Amerikanern gelungen, eine einpolige Herrschaft aufzubauen? Weil sie Russland und Deutschland aufeinander gehetzt haben? Warum sollen wir nochmal in dieses Fahrwasser fallen? Wir sind da schon lang gegangen, da ist es schlecht. Wir müssen zurück zu unserem historischen Miteinander. Der gleichen Staaten, die miteinander verwandt sind. Wenn wir genau sehen, sind wir miteinander verwandt. Und die Entwicklung Russlands ist möglich, weil Russland genügend Ressourcen hat im Land. Alle Kriege Russlands waren Verteidigungskriege. Und wenn du ein Drittel aller Weltressourcen hast, brauchst du nichts. Und auch Deutschland, das die russischen Ressourcen nutzen kann, mit Hilfe der Technologie und des Könnens, der Disziplin und der besten Eigenschaften des Volkes, in der Ökonomie und in der Politik auch, das ist die Zukunft. Diese Gleichheit zwischen den Nationen, wenn Deutschland gewinnt, gewinnt auch Russland und die Amerikaner verlieren. Sehr gut. Das bedeutet, Jewgeni Alexejewitsch, wenn Sie sagen, dass auch die russischen offiziellen Kanäle doch etwas manipuliert sind, das Gleiche gilt natürlich auch für die deutschen Sender. Das heißt, von den offiziellen Regierungen unserer Länder können wir nichts Gutes erwarten. Also ist die Zukunft nur im Aufstehen und in der Synergie der Unabhängigkeitsbewegung Deutschlands und Russlands und in der Zusammenarbeit dieser Bewegungen. Das heißt also, die nationale Befreiungsbewegung ist wichtig, wenn Deutschland anfängt, für sich selbst zu leben, nach eigenen Gesetzen, im Interesse der Bewohner oder der Bevölkerung Deutschlands und nicht im Interesse der Herrschaft, wie es heute ist. Und da, genau da wird das Aufblühen beginnen. Und das Selbstbefinden wird ganz anders. Das ist genauso wichtig wie das materielle Leben. Es ist ein Unterschied, ob ich meine Gesetze selber mache oder ob ich sie gemacht bekomme. Und auch im sozialen Umfeld wird es gigantische Veränderungen geben. Deutschland hat seine Nische und hat seine Stärken und sollte die Herrschaft abwerfen und da beginnt das Aufblühen. Das beginnt direkt nebendran, neben Russland. Und wir werden gemeinsam aufblühen, wir verstehen das, wir können das, wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht. Ja, sehr gut. Отлично. Ich würde sagen, да, я бы сказал, мы закончим на этом. Спасибо. Здесь я очень благодарен за интервью. Спасибо большое. Vielen Dank. Ich bin sicher, dass wir in unserem Kampf gewinnen werden, weil wir immer gewonnen haben. В этом я тоже уверен. Die nationale Befreiungsbewegung hat immer gewonnen. Die Interventionen und Okkupationen immer überwunden. So ist die Welt aufgebaut. Niemand will ein Sklave sein. Alle wollen frei sein. Ja. Спасибо. Vielen Dank. Vielen Dank euch auch.